Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video sind wir mal wieder in einem Krankenhaus unterwegs. Ihr kennt vielleicht schon, zumindest die Leute, die mir schon länger zuschauen, einige Krankenhäuser auf meinem Kanal. Ja, ich möchte fast sagen, also ich habe jetzt nur das Erdgeschoss gesehen. Ich möchte fast sagen, dass das hier ja mit Abstand das geilste ist. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran und wenn ihr wissen wollt, was das gibt, bleibt jetzt dran. Viel Spaß mit dem Video. Wir befinden uns jetzt hier aktuell im Haupteingangsbereich. Da war hier mal die Patientenanmeldung. Hier haben wir noch so eine Art, ich weiß nicht, Warteraum vielleicht, würde ich jetzt dazu sagen. Ja, könnte ein Wartezimmer gewesen sein. Jetzt muss man schnell schauen. Schwester zum ersten Stock. Ich gehe gleich weiter, Leute. Ja, doch. Das kann ich euch zeigen, weil da das Schild steht mit den Anmeldezeiten. Aber da steht nirgendwo Name von der Location oder von dem Ort hier drauf. Ich muss jetzt hier bloß echt aufpassen, weil wir sind hier mitten an der Straße. Aber gut, hier gibt es eh nichts Spannendes zu sehen. Gut, dann gehen wir mal in die Stationen bzw. Behandlungsräume. Ja, gut, hier liegt auch nur noch ein bisschen Aktenzeug rum. Uppala. Irgendwelche Scheine, was steht da drauf? Kann man das zeigen? Halsorgane zum Beispiel, Schilddrüse. Ah, das sind solche Anamnesebögen. Nicht schlecht. So. Was haben wir hier Schönes? Auf jeden Fall schon mal ein Schreibtisch. Kabine. Ah, das ist die Umkleidekabine. Das sind Umkleidekabinen und hier geht's dann. Hier stand dann früher die Schwester oder der Arzt, je nachdem. Hier konnte man dann durchschauen. Und hier in dem verdunkelten Raum. Krass. Alter. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel von dem Gebäude gesehen. Ich habe vorher nur mal den OP-Saal gesehen. Hier habe ich noch gar nicht reingeschaut, aber das ist ja mal ultra mega heftig. Hier steht einfach noch das komplette Röntgengerät. Hammerhart. Boah, wie geil ist das denn? Da liegt sogar noch ein Röntgenbild. Von, ja, das war mal eine Lunge bzw. Thorax. Krass. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich wusste, dass die Location hier wirklich, wirklich cool ist, von Bildern her. Aber wenn man dann selber hier ist, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Die Tür geht nicht auf, okay. Dann gehen wir hier wieder zurück. So, das Licht mache ich jetzt nur wieder aus, weil wie gesagt, aktuell befinden wir uns noch auf der Höhe von der Straße. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt mit viel Licht auffallen. Was haben wir hier Schönes? Hier war mal eine Toilette. Aber da kommt auch schon alles nach unten. Also müssen wir noch auf jeden Fall oben im ersten Stock gut aufpassen, wo wir hintreten. Da ist der Röntgenraum. Da hängt sogar noch eine Hose. Ja, ich denke mal, eine Hose ist das. Ein Speiseaufzug oder irgendwas in der Art. So, hier hinten geht es in den OP-Bereich. Da würde ich aber sagen, den heben wir uns definitiv fürs Ende des Videos auf, weil der schon richtig, richtig cool ist. Was haben wir hier Schönes? Da liegt noch eine Stange vom Bett, wo man sich hochziehen konnte. Ich muss jetzt bloß gucken. Okay, mich sieht keiner. Ja, ich kann euch leider auch nicht sagen, was das hier für Räumlichkeiten gewesen sind. Vielleicht irgendwelche Arztzimmer oder Büroräume. Weil das ist so vom Haupthaus so ein bisschen abgetrennt. Sehr komisch. Vielleicht auch irgendwelche Sozialräume, Umkleideräume für die Ärzte und Pfleger. Weil das auf beiden Seiten. Ja, das schaut auf beiden Seiten relativ gleich aus. Also ich denke, dass es so Umkleideräume waren für die Ärzte und Pfleger. Und hier
war früher das Gebäude eigentlich zu Ende. Und das, wo wir uns jetzt hier befinden, das ist praktisch schon Anbau von dem Gebäude. Da kann man das auch noch sehen. Das ist so eine Art, ja, Containerbau, würde ich jetzt fast dazu sagen. Gut, schauen wir mal weiter. Also es ist schon ultra, ultra geil. Gehen wir mal hier lang. So, hier steht nochmal Zutritt Röntgen verboten. Okay. Ah, hier ist wahrscheinlich das Gerät, was nachher die Röntgenbilder entwickelt hat. Hier konnte man sich die dann gleich nochmal anschauen. Und hier das ganze Zeug, was man dazu gebraucht hat. Also ist hier wahrscheinlich, sind hier wahrscheinlich die Röntgenaufnahmen entwickelt worden. Hier haben wir auch nochmal so eine Art, ja, ich möchte jetzt mal sagen, Labor vielleicht. Da oben kommt auch die Decke schon runter. Hier so eine Küchenzeile. Hier liegen sogar noch Blutproben. Schaut euch das an, Leute. Krass. Wow. Also damit muss ich sagen, hätte ich überhaupt nicht gerechnet. So, irgendwas hat jetzt hier gekracht. Was war das? Komisch. Irgendwas hat jetzt hier gerade richtig gekracht. Ich weiß nicht, ob man das an der Kamera gehört hat. Aber wir schauen jetzt mal nach oben. Wie gesagt, oben müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht mitsamt der Treppe unten liegen, mitsamt der Decke unten liegen. Aber allein auch schon das Treppenhaus ist halt auch schon mega, mega cool. Hammerhart. Okay, also wir sind jetzt hier auf der Station 2. Chirurgie. Oha. Ja. Das sagt schon alles. Da kommt schon die ganze Decke runter. Krass. Ich muss jetzt gucken, wo ich hinfilme. Weil hier überall nämlich noch so Aufkleber hängen, wo der Name der Ortschaft dran steht. Krass. Okay, hier haben wir sogar noch Bilder, die von Kindern gemalt wurden. Vielleicht für die Pfleger. Krass. Ja, ich denke, dass es hier so eine Art Stationsküche war. So, schauen wir mal weiter. Gut, hier ist ein leeres Zimmer, das ist nur noch ein Waschbecken. Ja, ich denke, dass es hier alles Patientenzimmer waren. Was ich hier auch ultra cool finde. Hier hat man halt einfach einen Balkon, wenn man zum Rauchen gehen will. Braucht man einfach nicht die ganze Zeit runter und raus, sondern kann sich halt einfach auf den Balkon stellen und einen rauchen. Ich sehe noch der Aschenbecher. Ja. Und hier haben wir dann noch ein Bett. Da oben kommt auch schon die Decke runter. Aber ich denke, anhand des Betts kann man schon ungefähr sagen, wie alt das Gebäude ist, beziehungsweise seit wann es verlassen ist. Ich konnte leider dazu nicht wirklich was finden. Aber das ist ja alles noch nicht automatisch. Also in den heutigen Krankenhäusern, da ist ja alles automatisch. Also es kann man automatisch das Bett hochfahren, das Bett runterfahren. Aber das hier, das ist ja alles noch manuell. Krass. Ja, aber wie gesagt, das hier sind alles Patientenzimmer. Ich denke mal, ich gehe mal schwer davon aus, dass es zwei Bettzimmer waren. Ja, ich weiß nicht so recht. Aber ich denke auf jeden Fall zwei Bettzimmer, weil für eine Person, außer es war jetzt vielleicht irgendwie so ein Premium-Krankenhaus, wo man dann allein auf dem Zimmer lag. Hier liegt sogar noch so ein Absaugschlauch, glaube ich, ist das. Krass. Ja, und auch hier sieht man wieder, da kommt die Decke auch schon runter. Ich mache jetzt nochmal das Licht aus, weil da drüben stehen schon wieder Häuser. Rote Liste, 1994 und 1997. Dann noch ein Infusionsständer. Das ist schon richtig geil. Was haben wir hier noch? Na, das war nochmal das gleiche, das sind auch nochmal Patientenzimmer, aber
bisschen größer, vielleicht für 4 Betten. Hier haben wir noch einen Aufzug, da konnten wir die Patienten früher rauf und runter fahren. Toiletten. Was? Wenn die Toilette schmutzig, bitte bei der Schwester melden. Okay. Also hier war es halt auch noch so, dass der komplette Gang mit einer Toilette praktisch zufrieden sein musste. Heutzutage ist es ja so, dass jedes Zimmer seine eigene Toilette, Dusche und sowas hat. Hier haben wir sogar noch so ein Sauerstoffgerät. Krass. Da wurde früher die Sauerstoffflasche reingestellt, dass man die nicht die ganze Zeit mit rumschleppen musste. Und da konnte man halt dann damit rumfahren. Das ist schon übel. Hier auch nochmal der Schwesternruf. Desinfektionsspender. Ist das ein Nachttopf? Ich möchte bloß jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster filmen. Also ich glaube, das ist ein Nachttopf. Ich traue mich eigentlich fast gar nicht, den anzuheben, aber na gut, der ist sauber. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Nachttopf gewesen. So, schauen wir hier noch rein. Okay, ja, da liegen auch noch Pipiflaschen und Nackenrollen, Regale, noch mehr Pipiflaschen, Kalender. Hammerhart hier. Und hier, das war auch nochmal so eine Art Bad. Gut, dann sind wir mit dem Stockwerk auch durch. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal nach oben. Ich glaube ins letzte Geschoss, ich weiß es aber nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall oben wieder. So Leute, ich bin jetzt hier oben im letzten Geschoss. Hier wird das Gebäude auch zunehmend baufälliger. Das sieht man da schon an dem Dach. Ja, schauen wir mal, was uns hier noch so erwartet. Okay, was ist das? Patiententoilette. Und das ist die Schwesterntoilette. Okay. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Ich weiß es nicht. Und hier, das wird die Patiententoilette gewesen sein. Hier steht, wie gesagt, auch noch ein altes Bett. Da auch. Sogar noch mit dem Nachttopf aus Edelstahl. Ich möchte jetzt da nicht zu nah hingehen, weil ihr seht selber, da oben ist die Decke auch schon kaputt. Und das ist das, wo es unten schon durchfällt. Ah, da hinten kann man es recht gut erkennen. Da geht es nach unten. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, oh Gott, das Kreuz da, das habe ich auch erst jetzt gesehen. Da steht ein riesengroßes Kreuz im Fenster. Cool. Also das ist halt schon mal wieder eine absolute Premium-Location hier. Ja, hier auch. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt da nicht weiter rein, weil ihr seht es schon da. Da kann man schon sowohl nach unten als auch in den anderen Raum rüber schauen. Also werde ich hier mal definitiv nicht lang gehen. Hier oben, ups, könnt ihr noch den Aufzugstriebwerk, das Aufzugstriebwerk, könnt ihr noch das Triebwerk vom Aufzug sehen. So, jetzt. Ja, hier stehen noch ein Haufen Stühle. Aber wie gesagt, ich denke, dass das hier auch alles früher mal Patientenzimmer waren. Das, da wo die Steckdosen sind, da. Da haben wir einmal einen Lichtschalter, 2 Steckdosen, dann eine Telefonleitung. Wo ist die andere? Da ist sie. Ja, das macht meinen Fokus wieder nicht mit. Also ich denke, dass da hier überall Betten standen. Krass. Okay, also ich glaube, hier rechts neben mir, hier hinter der Schräge, befindet sich der Aufgang zum Dachboden. Bin ich mir aber noch nicht sicher, ob wir da mal hochschauen. Ja gut, vielleicht mal kurz. Okay. Weil die Treppen scheinen mir noch recht gut zu sein. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Nachtpfanne. Was ist das denn? Also Leute, wenn jemand weiß, was das da für ein komischer Stuhl ist.
Der kann das gerne mal sagen. Das schaut aus wie so ein Rollstuhl. Nee, das ist eine Waage. Okay, da könnte man wahrscheinlich Patienten wiegen, die im Rollstuhl sitzen. Krass. Also ich glaube, das häufigste Wort, was ihr hier hören werdet, ist krass. Aber die Location ist halt auch wirklich genial. Was haben wir da hinten noch Schönes? Ja, da haben wir auch nochmal so ein Sammelsurium von Bettpfannen. Aber ansonsten ist der Dachboden eigentlich auch abgehakt. So, jetzt schauen wir nochmal runter. Am besten ohne irgendwo hängen zu bleiben. So, was haben wir hier noch Schönes? Ja, Toiletten, Duschen. Hier auch. Ne, hier nicht. Hier ist nochmal. Ja, das werden auch Patientenzimmer gewesen sein. Hier sogar noch mit Schrank. Was steht hier drin? Merkblatt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, da steht der Name drauf. Kann ich leider nicht zeigen. Das ist nochmal so ein Merkblatt für Patienten. Ja, aber sonst ist es ja auch ziemlich leer. Hier haben wir noch so riesengroße Einbauschränke. Ich denke mal, das wird vielleicht für Bettlaken oder irgendwas gewesen sein. Ja, genau. Einmal Handtücher, Toilettenpapier, was steht da oben? Fersenpolster, Armschiene, Knierollen, Sandsäcke. Okay, alles da. So, ich mache jetzt hier nochmal das Licht aus, weil da vorne kommt schon wieder das nächste Haus. Ja, aber sonst haben wir hier eigentlich auch nur noch Patientenzimmer. Gut, dann, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber stinkt bestialisch, ich bin weg. Gut, wie gesagt, dann sind wir jetzt eigentlich so mit den Stationen durch. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt zuerst in den Keller und heben uns wirklich das Geilste für den Schluss auf. Und zwar die OP-Säle, weil sowas habe ich noch nicht gesehen. Also die sind wirklich absolut Premium. So Leute, also mir wurde gerade gesagt, dass wir hier nicht alleine sind. Von daher will ich jetzt schauen, dass ich das Video schnell abdrehe. Nicht, dass mir dann irgendwelche Leute die ganze Zeit durch die Kamera rennen. Habe ich keinen Bock drauf. Hier haben wir übrigens noch einen Rollstuhl stehen. Ja, so schaut der Keller aus. Okay. Ja, das schaut mir auch alles ziemlich nach Lagerkeller aus. Also ich glaube, Behandlungsräume oder irgendwas in der Richtung waren hier unten keine mehr. Hier haben wir noch, könnte Sauerstoff sein. Ne, Wassertechnik. Alles ist so eine Entkalkungsanlage. Oh, okay. Willkommen in der Küche. Also das ist halt schon richtig, richtig, richtig geil. Also ich freue mich jetzt auch noch, ehrlich gesagt, schon die Kamera auszupacken und hier Fotos zu machen. Weil das schaut halt schon wirklich richtig Premium aus hier. So. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Okay, Gewürze. Dann könnte das hier vielleicht so eine Art kleiner Kühlraum sein. Das ist nur so ein Kohlebunker, wie es ausschaut. Oh Gott. Ja, da gehen wir gleich runter. Da geht es nochmal runter. Wahnsinn. Gut. Okay, hier haben wir nur noch Toiletten und Matratzenlager. Und da ist der Ausgang. Da gehen wir jetzt aber nicht raus. So. Hier hängt sogar noch eine riesen Spritze.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in den Keller vom Keller. Keine Ahnung, was jetzt hier unten noch auf uns wartet. Nehmen wir auf jeden Fall schon mal Krücken. Das ist so heftig hier. Es ist so heftig. Das ist eine Schneidermaschine für Brot und Fleisch, glaube ich. Mixer. Hammhart. Wie geil das ist. Ja, aber ich glaube, das hier ist so ein reiner Lagerkeller für vielleicht Kartoffeln, Obst, Gemüse, sowas in der Richtung. Hammerhart. Oh, hier haben wir sogar noch eine alte Gehhilfe. Aber von der ganz alten Sorte. Hier stehen auch noch Krücken drin. Die schauen allerdings noch nicht so frostet aus wie die, die da vorne stehen. Gut. Ja. Hier noch alte Kaffee- und Teekannen. Ist schon richtig, richtig cool. Was ist das hier? Was ist das denn? Ach, da kann man irgendwas dazwischen klemmen. Und hier, wie gesagt, das war halt dann alles Lagerkeller. Hier noch so ein alter Servierwagen für Tablett. Gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen wieder da raus und werden uns dann oben im OP-Saal wiedersehen, weil das wird nochmal richtig spannend. So Leute, wir sind wieder im Erdgeschoss. Betreten jetzt mal den OP-Bereich. Ja, da oben ist nicht mehr viel übrig, aber es wird besser. Ja, ich denke mal, dass das hier so eine Art Vorbereitungsraum war für die Ärzte. Da oben sogar mit Klimaanlage, wo sie sich desinfizieren konnten und vorbereiten konnten für die OP. So, Leute. Ja, hier haben wir nochmal Toilette. Nichts Besonderes. Aber jetzt erstmal die Seite. Schaut es euch einfach an. Dann noch so ein alter OP-Kittel. Eine riesen OP-Lampe. Also die ist wirklich riesengroß. Krass. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt so eine Art Premiere für mich, weil ich sowas in live auch noch nicht erlebt habe oder gesehen habe. Aber das ist schon ultra, ultra, ultra cool. So. Ja, hier konnte man sich auch nochmal waschen und desinfizieren. Und hier geht es dann rüber in den anderen OP-Saal. Ich muss mich jetzt nochmal schnell ducken, weil hier drüben nämlich schon wieder überall alles voller Häuser ist. Also, das ist halt mal wirklich absolute Obergeilheit. Übel. Schade, dass der OP-Tisch schon raus ist. Das wäre halt auch nochmal interessant gewesen zu sehen. Aber allein schon die Lampen und alles. Okay, hier hat jemand Postkarten gesammelt, wie das ausschaut. Cool. Ja, wie gesagt, allein schon die Lampen und alles. Ich glaube, allein das ist schon wirklich, wirklich geil genug. Schade, wie gesagt, kein OP-Tisch, aber man kann ja nicht alles haben. Ja Leute, das war's jetzt hier mit dem Krankenhaus. Also ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ich finde sie wirklich ultra, ultra geil. Wenn ihr das genauso seht, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, den Kanal natürlich auch gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Ja, also ursprünglich wollten wir ja heute zu einem verlassenen Sanatorium, wo noch die Aufzüge gehen, wo noch Strom geht, Licht geht, was halt noch komplett eingerichtet ist. Ja. Ich kann nur wieder auf den Hintergrund verweisen, wenn ich sowas sehe, bin ich froh, dass wir da nicht hingefahren sind, weil das Hotel oder Sanatorium ist seit 2018 verlassen. Es ist halt einfach kein Lost Place, es passt halt einfach nicht ins Konzept. Es schaut aus wie gestern verlassen und morgen wieder aufgebaut, und von daher
finde ich sowas schon um einiges geiler. Ja, vielleicht kommt es irgendwann mal, wenn es dann mal wirklich ein Lost Place ist. Aber ja, wir schauen jetzt auf jeden Fall mal weiter. Ich werde jetzt hier noch ein paar Fotos machen und würde mich freuen, wie gesagt, über einen Daumen nach oben und ein Abo. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.